So, meine Lieben, das sind wir. Es geht endlich los mit unserem Adventskalender. Herzlich willkommen bei Pokémon JM. Ich bin der liebe Stefan und Leute, ich hoffe, ihr seid genauso gehypt, wie es ich bin. Wir haben jetzt 24 schöne Tage vor uns, in denen wir an jedem einzelnen Tag etwas öffnen. Und zwar safe. So viel sei schon mal gesagt, safe an jedem Tag. Pokémon-Karten sind zumindest mit dabei. Sind jedes Mal Pokémon-Karten mit dabei, so viel sei euch mal gesagt. Ja, während ich jetzt, wir haben hier das erste Paket, habt ihr gesehen, gleich am Anfang vom Video, das erste Paket von unserem Weihnachtstisch weggenommen. Dieses Video dauert jetzt etwas länger als die nachfolgenden. Ich verspreche euch, bei nachfolgenden Videos wird es immer direkt gleich zum Opening gehen. Ich will an dieser Stelle nur ein paar Worte noch loswerden, bevor wir jetzt hier loslegen. Das Ganze oder diese ganzen Sachen, die wir hier gesehen haben zum Öffnen, sind teils von mir natürlich, teils von Marc, der hat mir auch einiges geschickt, und auch teils vom lieben Dennis, aka Hooper aus unserem Discord. Der Liebe wird mich nämlich in nächster Zeit oder in Zukunft hier auf unserem Pokémon JM Kanal unterstützen und ist somit mehr oder weniger ein Teil vom Team, würde ich jetzt einfach mal sagen. Ich habe mir den jetzt einfach so ausgesucht, weil der Gute sehr, sehr viele Produkte hat, die er auch öffnet, und will uns da einfach irgendwie mit einsteigen, damit wir wieder mehr, noch mehr öffnen können, so würde ich das jetzt einfach mal sagen. Also könnt ihr da auf jeden Fall auch alle Karten, die wir hier öffnen in den Videos, könnt ihr ertauschen, also könnt ihr euch ertauschen. Oder auch käuflich erwerben, je nachdem, was euch halt lieber ist. Also wir haben mittlerweile auf dem Discord auch festgestellt, dass es einige gibt, die die Karten lieber kaufen, als sie zu tauschen, weil sie halt eben einfach keine anderen Tauschkarten haben. Oder halt einfach so nicht viele Booster kaufen, weil sie einfach immer direkt die Karten einfach haben wollen, die sie haben wollen. Wie dem auch sei. Ihr findet das Ganze oder dazu, wenn ihr Karten wollt, die wir hier öffnen, den Link unten in der Beschreibung zu unserem Discord. Das ist so aktuell eigentlich der beste Weg, um mit uns in Kontakt zu treten, wenn es um Tauschen oder um Anfragen aller Karten aller Art irgendwie geht. Also kommt einfach in unseren Discord und schreibt mich oder den lieben Dennis auch an. Ansonsten gibt es natürlich auch immer noch Marc, der momentan nicht ganz so viele Videos macht oder eigentlich gar keine, weil er zeitmäßig mit der Uni einfach überhaupt nicht mehr im Stress dazukommt. Er hat halt wirklich viel Lernstress und alles, dass er momentan einfach überhaupt nicht dazukommt, noch irgendwelche Videos zu machen. Er kommt aber safe wieder. Ich bin mir sicher, dass ich ihn safe wieder zurückkomme auf dem Kanal, sobald er wieder mehr Luft hat und wieder mehr Zeit auch in den Kanal investieren kann. Des Weiteren, solange er halt einfach nicht dazu kommt, werdet ihr eigentlich nur mich irgendwie zu Gesicht bekommen. Wie dem auch sei, lange genug vorgelabert. Also vielen Dank an dieser Stelle, geht auch nochmal raus an dich, Dennis, dass du mir hierbei hilfst. Und an Marc natürlich auch. Vielen Dank an Marc und an Dennis, dass ihr mich hier unterstützt, dass wir wieder einen richtig tollen und einen besseren Adventskalender sogar hoffentlich noch als letztes Jahr zusammenbekommen. Und wir öffnen einfach mal das erste Pack. Unschwer zu erhoffen, denke ich mal, oder zu erraten, was hier drin ist. Und es warten drei Booster auf uns. Und welche Booster haben wir denn? Wir haben einmal einen Shining Legends, ein schimmernder Legenden-Booster in unserem ersten Türchen. Ein Sonne, Mond, Nacht in Flammen-Booster und ein, wow, ein XY Turbo-Fieber-Booster. Das ist ja sogar Oldschool-Booster. Also ich muss sagen, ich bin bei jedem Package selbst überrascht, tatsächlich, weil ich nicht weiß, welche Booster wir hier über, also wie wir die Booster oder wie ich die Booster gemischt habe, und auch nicht mehr ganz weiß, welche Booster es alles, weil wir wirklich von jeder Serie irgendwie was dabei haben. Wie dem auch sei, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben schimmernde Legenden, Sonne und Mond, Nacht in Flammen und ein Turbofieber Booster. Und ich denke mal, ich würde sagen, wir fangen mit einem Turbofieber in unseren Adventskalender an. Leute, ich bin gehypt. Jeden Tag 18 Uhr ist der Stich. Die Stichuhrzeit. Den Code schenke ich euch. Turbofieber. Könnt ihr haben. Viel Spaß damit, meine lieben Freunde. Wir haben hier 3 und dann 2. Und dann legen wir mit dem ersten Pack zu unserem Adventskalender los. Also wie gesagt, jeden Tag um 18 Uhr geht das neueste Türchen online, was ihr euch dann reinziehen könnt. Bis zum 24. Und Leute,
Die Geschenke werden, die Türchen, wow, also sind wir gespannt, was wir alles geschenkt oder was wir hier alles in unserem Adventskalender öffnen. Erstes Pack war ein Knackrak-Holo, ist okay. Nächstes machen wir gleich mal Sonne, Mond, Nacht in Flammen auf. Hier will ich den Code. Wir sind in Gönnerlaune, es ist der Adventskalender. Ich schenke euch einfach jeden Code, den wir hier im Adventskalender drin haben. Ein Sonne, Mond, Nacht in Flammen Code. Da haben wir 4, 4 und 2. Mal gucken wir, was wir in diesem Pack drin haben. Wir haben ein Tangela, ein Araqua, Iskala, Trasla, ein Krabbox, eine Unlicht-Energiekarte, da haben wir eine Lola, ein Duflor, ein Fluchtseil, ein Reverse-Holocaust-Tour so und die Rare ist ein Radikal. Radikal! Leute, wie geht's euch? Freut ihr euch auch so auf die Weihnachtszeit? Ich muss wirklich sagen, also ich bin wirklich ein Freund von Weihnachten. Wirklich, ich liebe es, auf Weihnachtsmärkte zu gehen. Ich hoffe noch, dass es demnächst auch schneit. Sieht zumindest gut aus. Also wir hatten schon lange, glaube ich, nicht mehr so einen kalten November, wie wir es dieses Jahr haben. Ich hoffe es wirklich stark, ich weiß echt nicht, wie viele Jahre es her ist, an dem ich das letzte Mal eine weiße Weihnacht hatte. Aber es ist auf jeden Fall schon lange her. Und Leute, es wäre wirklich geil, wenn wir dieses Jahr mal wieder eine weiße Weihnacht hätten. So. Da haben wir noch einen Bojelin, einen Flunschling und die letzte Karte ist ein Keldeo-Holo. Okay, im ersten Türchen leider noch keine großen Pulls, aber naja, es folgt noch 23 weitere Türchen, also wir können da auf jeden Fall gespannt sein. Leute, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat oder wenn ihr euch der Adventskalender gefällt und ihr genauso gehypt seid, wie ich es bin, dann smash den Like-Button und wir sehen uns dann morgen um 18 Uhr wieder. Zum nächsten Opening. Ich glaube, ich habe alles gesagt. Ich bin gerade am Überlegen, ob es noch irgendetwas gibt, was ich eigentlich loswerden wollte. Nee, eigentlich nicht. Abgesehen von, ich kann es noch announcen, das machen wir noch eben schnell. Am 16. Dezember, ich wollte September jetzt sagen, am 16. Dezember, liebe Leute, gibt es auf meinem Gaming-Kanal einen riesen Live-Event. Ich und der PPP werden gegeneinander Pokémon Rot und Blau spielen. Und in einer Nuzlocke, in einer Randomized Nuzlocke Challenge und streamen, bis einer gewonnen oder verloren hat. Also es kann so ein 10 Stunden Plus Stream werden. Lasst euch das nicht entgehen. Das wird der Hammer, meine lieben Freunde. Also seid da drauf gespannt. 16.12. Riesen Live Event mit mir und dem PPP, dem guten Pokepack Player. Ansonsten hat der gute Pokepack Player auch einen Adventskalender. Bei dem könnt ihr auch gerne mal vorbeigucken und euch anschauen, was der so alles drin hat. Und wir sehen uns dann morgen wieder um 18 Uhr für Türchen Nummer 2, meine Freunde. Macht's gut. Ich wünsche euch eine besinnliche und schöne Weihnachtszeit. Bis morgen. Ciao.